So, guten Morgen, willkommen zurück zu Wolfenhain. Ja, das muss ich auch endlich mal weiterspielen und fertig spielen. Das geht nämlich auch direkt weiter. Das habe ich jetzt schon länger auf der Platte, ohne es durchzuspielen, als die Reise ins All. Überall ragt knorriges Wurzelweg nach oben. Aber wenn es auf das Feld zuwandert, kriegt das Zeug mit mir zu tun. Ha! Ja, ganz gefährlich, kann man nicht mitnehmen. Och. Man kann die Wurzeln nicht mitnehmen, voll unrealistisch. Erg mal, hallo, Wanderer. Mein Name ist darf ich euch meine Ware... Stammlicht, Würzchen! Du stehst einem Abenteurer gegenüber! Ach, Herr... Je, wenn man mich nervös macht, wird es nur... Ist der Kerl etwa besessen? Nein! Der Wächter ist Glasschüler, als ein Gespräch mit ihm zu führen! Einen Moment, ich kenne ein altes Hausmittelchen. Was hast du vor? Verschone uns mit deinem Hexenwerk. Nimm diesen Stand, nimm mein Herz, das alles gebe ich für dein Lächeln. Du bist süß. Wo gehst du hin, Blume meiner Seele? Schön, das Sprachproblem scheint behoben. Dann sag, was hast du anzubieten? Ja, Müll wahrscheinlich, hm? Denn vor Gefahr bedrohten Wanderer biete ich allerlei der wirksamsten Mittelchen für den Weg. Also Müll. Aber der blühende Labsal meiner Augen biete ich etwas ganz Besonderes. Hm. Ich möchte das ganz Besondere. Das ist die Antwort, die ich ersehnt habe, Rosenhaar. Oh Gott. Lass dir das Rezept für Kräuterstuhl zu Füßen liegen. Okay. Ein Trankrezept für mich? Erkma, du bist ja ein richtiger Goldschatz. Oh, ich muss dir eine andere Stimme geben. In der finalen Version. Naja, nun, also, ich hatte noch eine kleine Gefälligkeit im Sinn. So, dann raus von der Sprache. Ein harmloses Pippchen will ja nicht gleich auf eine Nacht mit mir aus sein. Oh. Und, was sagst du? Verlockend, verlockend. Warum eigentlich nicht? Was? Wirklich? Einfach so? Also, ich meine, nicht, dass ich... Also, ich bin natürlich keine Zumutung. Ja, ja, dann fang nicht wieder an zu stillen, Agma. Das Letzte, was du nun gebrauchen kannst, ist Schliffe. Komm, da ist Fell. Geil. Beim Gülden, was geht da vor? Wenn du das nicht weißt, frage mich, unter welchem Stein du bisher gelebt hast. Geil. Oh Mann. Oh, Scheiße. Aber ich argwöhne, das Hexweib treibt Schindluder mit den Geboten rechtschaffen in Ordnung. Wenn du wüsstest, was sie treibt! Aber wenn du das herausfindest, ist es mit dem letzten bisschen Ruhe in der Gruppe vorher vorbei! Was stellst du dich vor meinen Augen, Erwählter? Was redest du, Jungchen? Das tue ich doch gar nicht! Tust du wohl. Ach was! Sichtblockade. Kisov kann den wackeligen Frieden unter den Gefährten nur retten, wenn der Brunnen den Blick auf das Feld versperrt. Versuche Kisov immer vor Brunnen zu postieren, bevor der sieht, was passiert und versuche das besser zu vermeiden. Yeah. Das ist episch. Du kannst mich nicht schlagen, hör auf. Das wäre doch nichts. Komm schon. Ich würde jetzt gerne mal auf die Zeitanzeige schauen, aber dann mache ich irgendeinen Fehler und dann kriege ich keine EP und ich will EP haben, weil EP sind toll. Kann sich Brötchen von kaufen. Komm schon. Okay, doch mal kurz schauen. Ja, ja, 24 Sekunden und so, bla bla bla. Ja, ja, komm. Das ist ja voll einfach. Jetzt wird er ewig schnell wahrscheinlich. Ich fordere mein Glück schon wieder heraus, ja? Das muss so sein. Ich krieg schon wieder Husten. Ah. Ich hätte mir nicht so eine tiefe Stimme raussuchen sollen. Auswertung wie soll Brunnen 46 mal im Blick versperrt. Yeah, 230 EP. Na, das war ein kurzes Vergnügen! Was meint ihr damit, mein Orkan? Ich war doch... Ja, ja, einfach himmlisch. Ach, meine Sturmbraut, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und in meinem kannst du mir noch mehr versüßen,
an unsere kleine Abmachung denkst, Süßer. Aber ja, ja, mein Herz, hast du bereits. Dann nimm auch mal ein Rezept hinzu. Radl für Kräutersud, was kann das? Ach, wenn ich nur an unsere gemeinsame Zukunft denke, wird mir mein Herz weit und leicht, meine Blume. Ja, sobald ich mit meinem Stand genug für ein traures Häuschen verdient habe, steht uns da nichts mehr im Wege. Ja, genau. Ach, Prinz Pantoffel hat ein Auge auf dich geworfen! Sag mir Bescheid, wenn ich sein Elder vorstellt! Ich ziehe die Blicke wegs noch an, Schwadenberg! Und das Rezept war es mir wert! Wobei, ach, was rede ich überhaupt mit dir darüber? Habe ich erwähnt, wie ungeheuerlich mein Verdacht mittlerweile ausfällt? Guck auf mein Gesicht und rate, inwieweit mich das interessiert, Junge! Geil. Genial. Knecht, ein Dorn, sag ich euch. Er brachte mitten am Tag an unserem Hauptplatz hervor. Na, was ist denn davon zu halten? Er fragt mich einer, ob mich das vielleicht auch interessiert? Pah! Geh, Knecht, und jag weiter die Vögel vom Feld, sagen sie. Ja, hast wenigstens was zu tun, ne? Liebkose meine Waren mit deinem Blick, Liebste. Bald habe ich genug für uns beide verdient. Warum kriegst du das nicht umsonst? Behebt jeden schlechten Zustand, toll. Bla bla bla, bla bla. Warum macht es ein Gall ein... Warum macht es ein Galan eigentlich keine Sonderpreise? Waldrada! Ein Händler kann es so über und über mit allen hilfreichen Tränken sein. Nee, nee, ich kann nicht lesen. Stück, das ein beständiges Knarren von seinem Bodenbrennen ausgeht. Ja, und mitnehmen kann ich wieder nichts. Nein. Was zur Hölle ist das? Hey, ein Hut. Kann ich den mit... Was ist das für ein Rollenspiel? Ich kann hier nichts mitnehmen. Zum Glück muss ich die Herde zurzeit nicht zu den fernen Wiesen führen. Ich sag euch, mit allen Wölfen ist das gerade kein Zuckerschlecken. Ach. Ha, ich kann ihn doch mitnehmen. Hahaha. Ich habe einen Strohhut. Yeah. Kann ich den ausrüsten? Holzkohle, Strohhut. Wenigstens vor Sonnenschein, ne? Und der ist auch noch besser als... Hey, Moment. Warum habe ich das noch nicht ausgerüstet? Ich bin mal wieder schlau hier. Keine Ahnung. Wieso kann nur eh den Strohhut tragen? Wieso ist der so nutzlos? Warum kein Nutzen ist das mit dem? Nicht. Habt ihr die Vögel gesehen? Sie wollen aufs Feld. Immer. Ständig. Muss wachsam sein. Wachsam! Vögel! Das einzige aufgesteckte Hühnchen, das ich sehe, steht vor mir. Ruhig, Blondie, ganz ruhig. Ha, was sag ich? Weg da, weg da, weg! So ein freches Biest, weg, weg! Weg! Der Vogel pickt doch alles weg, was mache ich denn nur? Pickt nur alles weg, was mache ich denn nur? Ja, geh halt hin und schlag ihn tot. Einhalt, Erwählter, du hast es schon einen Kopf genommen. Ein weiterer erträgt mein Gewissen nicht. Unsere Moraltante hat wieder gesprochen. Ach, so ein Mistkerl. Ha! Mit Heugabel mache ich ein Riesengeschäft! Warte nur ab! Ich stelle sie zurück! Ich stelle sie zurück! Keine Ahnung, was das war. Die heutigen Heuhaufen taugen noch nichts! Früher! Ja, da! Also gut, der hier ist wirklich riesig! Ja, früher, da waren die... Hm, ich habe von der Erfindung gehört, die Vögel verscheucht. Man braucht drei Dinge dafür. Ah, richtig. Kopf, Hut und irgendein großer Mantel. Naja, ich brauche noch einen Mantel. Wo kann ich einen Mantel klauen? Ich meine, Ausleihen. Ein Mehlsack. Nicht so ganz. Brückenweg. Tag ein, Tag aus halte ich meine Wache und blicke nach Süden. Seht nur das gewaltige, rauchende Massiv der Zyklopenberg. Heute ist Lesen schwierig. Ne? Zyklopenberge. Man sagt, Schauliches soll in den tiefen Schluchten seine Hänge hausen. Boah, pff. Wenn es sich da wohlfühlt, warum nicht? Ist was... Heiß! Ich hätte nicht gedacht, dass ich da reinlaufen kann. Hey, guck mal, die Tür. Yeah, hier geht's hin. Ein Schumpanzer! Hier! Von seiner Rüstung habe ich schon lange geträumt! Und wo bringst du einen Bauwunder, wenn du dich da reingezwingt hast? Das ist eine sehr gute Frage und...
Hier gibt's nichts. Schmierlappen, Öle, Putztücher, Feilenzangen und eine beeindruckende Auswahl unterschiedlichster Hämmer sind durch verschiedene Ausdrücke für ein dasselbe. Hier haust ein Schmied. Ja, ist nochmal dasselbe. Eiserschlüssels Hemd. Was haben wir denn da? Oh, was ist das denn? Glücksrad. Gieser fülle einen Kräutersud. Eine Feuernaxt! Pah! Die ist doch nur etwas für Angeben und es sind für die Feinheiten des Kampfes! Nee, die ist etwas für diejenigen, die mehr als nur Pudding in schlaffen Ärmchen haben, um sie überhaupt auch heben zu können. Ja, nehme ich so gleich mal mit. Betrachten wir die austauschbaren Bestandteile dörflings Leben oder denken wir noch an unsere Mission? Mission? Keine Ahnung. So faul hast du sein. Ist was? Wie? Nein, nein, was soll sein? Was ist das, eine Sense? Eine unabenteuerlichsten Waffen, die sie finden lässt! Warum kann sie nicht trotzdem mit dem? Sag bloß nichts über seine Frisur. Wir haben schon längst aufgegeben, ihm das auszureden. Hast du noch Kraft zu quatschen? Wunderbar, dann hängen wir noch eine extra Schicht dran. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Wie im Kampf, ne? Soll ich deine Waffe umschmieden oder willst du eine Rüstung kaufen? Schmieden, yeah. Du machst mir Spaß. Musst du, ach so, da brauche ich auch Ruhen. Ech. Ja, gehen wir hier mal kaufen, ne? Harold-Schild, das ist ein bisschen teuer. Ich bin ein großer Held, warum kriege ich sowas nicht umsonst? Seit die Bergleute im Südosten ihre Lieferungen eingestellt haben, wird das Eisen immer knapper. Für Nägelmann der Schmied sein, das bisschen Eisen, das er noch hat, zu schade. Und rate, was ich gerade jetzt am dringendsten brauche. Nägel? So ist es, ich brauche Nägel, viele Nägel. Die Gieterwelt, eine Bifere ausgeprägt auf, was es gab. Ich würde sogar mit harten Stacheln vorlieb nehmen. Die Sache scheint dir einiges wert zu sein. Na, und ob, ich würde jedem, der mir wenigstens Stacheln bringt, den doppelten Ladenpreis zahlen. Hast du Stacheln? Ich zahle den doppelten Ladenpreis. Hab ich welche? Ich hab... Was sind Stacheln? Schauen wir doch einfach mal. Ich spiele sehr häufiges Naturprodukt. Ich habe 16 Stück. Na weg damit. 160 Goldstücke. Naja. Bei dem Ausrüstungspreis wird das wohl nicht ganz reichen, um meinen Helden vernünftig. Da wollte ich noch gar nicht hin. Egal. Seht! Ein weiterer Dorn! Ich will den Dinger schon mitten im Wald unheimlich! Wollen Sie jetzt auch in Zählungen hervorbrechen? Boah, scheiße. Wie war das? Was sagst du da über mich, Grufteinlage? Ich war ein Dorn, Freund! Kein Grund, mit den Pupillen zu flackern! Nennst du Berengar einen Lügner? Bei Timer! Zwei von der Sorte! Wer hat mich einen Lügner genannt? Der haarlose Fettwanz dort! Wieso hast du ihm nicht schon die Füße abgerissen? Wirst du wohl schlaff? Stinkendes Modelumiges, feulendes, eiderwatziges, raschenkotiges Schleimgewürge. Dafür bezahlst du. Ach, verstehe! Ihr seid Priester des Anor! Katzenpissender Doofmann? Was? Ah, was trinken hier? Ihr könnt aufhören! Ich weiß doch, wer ihr seid! Dreck, was hat uns verraten? Nio sagt heute noch, Rattenkodik! Ihr müsst einmal eure rituellen Texte überarbeiten! Erklärst du mir vielleicht einmal, was das soll? Natürlich! Als Wälder waren Abenteuer, das sehe ich jetzt gerade so als meine Pflicht an, deine! Tu mir einfach so, als hättest du bereits darauf hingewiesen, wie abgrundtief ahnungslos ich sei. Aber das kann ich doch gar nicht oft genug wiederholen! Scheiße. Erfahrung ist nur einmal nicht jedem gegeben! Wie dem auch sei, die beiden attesten Abenteurer! Ha, das wohl. Erst vorgestern haben wir wieder einen erwischt. Der Hosenschütze hat er doch glatt gekniffen. Eine Schande! Diese schwarzen Schafe ziehen immer wieder den Ruf unserer gestolzen Bundes herab! Du musst es mir natürlich nicht erklären, wenn ihr zu fassen zu ich kann nicht lesen! Wenn eine Zusammenfassung zu kompliziert für dich ist! Was redest du da? Also, von Anna hast du doch wenigstens schon einmal gehört, hm? Der Gott des Krieges, der Tapferkeit, der Kampfeslust und der mutigen Härte! Ja, ja, den kennt wirklich jeder! So muss es sein! Wenn sie das auch bis in deine Welt herumgesprochen hat! Da die meisten Abenteuer zu grimmigen Anna beten,
prüft seine Kirche immer wieder einmal, ob sie auch der Lehre gemäß ihr Handwerk verrichten. Ein feiger Abenteurer ist in den Augen eine schreckliche Sünde. So ist es. Dein Test wird natürlich wiederholt. Das nächste Mal wird überraschend ausfallen. Verkleiden wir uns wieder als straßenräuberisches Nashorn? Psst, nicht vor dem Kandidaten. Wehe, wenn ich wieder das Hinterteil sein muss. Scheiße. Wehe, wenn du dabei wieder den Helm auflässt. Oh. Das ist alles sehr nett gemeint, aber unnötig. Ich bin jetzt total mehr. Hä? Zum Händlergott? Ja! Aber du bist doch ein Abenteurer. Was soll das denn heißen? Natürlich! Hier dagegen ist der Name Gisolf wie Donnerhall! Hä, wie wer? Noch nie gehört. Na, was kümmert's mich? Dumm oder tau, keine. Was nehme ich da jetzt? Ah, die meisten kennen mich! Mal unter uns. Du weißt schon, dass die Tradition ganz klar ausfällt. Wer Abenteuer betet zu Anor. Teufel weiß Glück und Gewinn! Ich fühle mich da gut aufgehoben! Hä? Nur guck, was du angerichtet hast. Er ist verwirrt. Schluss mit dem Unfug. Ein Paladin, zusammen mit einem Abenteurer? Du bist so fein für Anor, hüpfst dann mit so einem umher? Du wagst es, den schwarzen Anor vor den Güldenen zu setzen, Frevler? Allerdings, voll aufs Maul. Über Bande gespielt, nicht schlecht. Geil. Was für ein gewaltiger Hieb! Ein Glückstreffer, ein reiner Glückstreffer. Schon wieder? Hör auf zu streiten! Unsere neuen Bekannten sollten sich lieber nicht wieder aufregen! Okay. Die spielen wohl gerne Billard. Hohoho, wenn den Witz nicht kapiert hat. Sowas können wir hier ausleihen. Nanu, ich könnte schwören, da lag eben noch. Nein, das kann nicht sein. So schnell schlägt niemand. Geil. So sieht ein Teller aus, nachdem Gisolf für ihn fertig ist. Was ist das? Holde Herrin, gib der Ernte dein Geleit. Bei Sitta, was fällt euch ein, euch an meinen Hausrat zu schaffen zu machen? Die Finger weg! Staubmilde des Haushalts, Utensil mit enormem Verbreitungsgrad. Der stammt doch aus dem Meer. Und er riecht so, als wäre die See mehr als eine Tagesreise entfernt. Bei meiner Abenteuerehre, so weit sink ich doch nicht herab, um das da jemals benutzt zu wissen. Okay, ich habe das Gefühl, wir werden eines Tages ein Seil benutzen. Na, Mente. Na, warte. Gott, wie schon wieder synchronisiert. Das ist echt so episch. Du wirst bleiben an ihrem Platz. Ich finde es so komisch. Da habt ihr die Füße abgetreten. Ihr seid in Mühlenbrück, nicht in einem der wilden Käfer ringsrum. Also. Du hast ja eine Prachtlaune, Weib. Worüber soll ich auch lachen? Seid ihr vage in einem Wald umgehen, spielen die Kinder im Haus. Bei den Göttern. Jeden Tag dieses Getobe und Gelärme. Und mein Mann, ha, den Pfleger bekomme ich kaum noch zu Gesicht. Er schwingt wie ein Pendel nur zwischen Feld und Wirtshaus. Bei Timer! Sieh wohl dazu aus, unsere Lebensgeschichte erzählen zu wollen! Und so im Überfluss hat mir der Müller noch meine Kette genommen. Da ist man einen Monat im Rückstand mit der Zahlung und schon pfändet er. Diese Kette hat mir mein Mann aus der großen Stadt mitgebracht. Damals, er ist noch ein stattlicher und lebenslustiger. Ja, ja! Aber diese Kette, die ist dir doch sicherlich etwas wert, oder? Wahrscheinlich weniger als die Kette wert ist. Natürlich! Ja, genau. Natürlich, aber da ist ja keiner reinkommen. Der Müller bewahrt sie in einer gut gesicherten Truhe auf. Man müsste schon ein gewiefter Schlossknacker sein, um sie öffnen zu können. Um sie zu öffnen. Nee. Heute ist nicht mit Lesen, nee. Aber der Letzte, der das konnte, liegt begraben auf dem Friedhof. Naja, wenn es ihm Spaß macht. Aber haben wir nicht damals 3 Schritt südlich seines Grabs aus seiner Diebsausrüstung begraben? Wir hatten ziemlich die Nase voll von ihm, müsst ihr wissen. Interessant! Ich war schon immer dafür, dass man Tode ausgraben sollte. Die sind tot, die stört's nicht. Was willst du noch? Geh uns mit dir an Markt zum Falschen. Ich warte auf echte Abenteurer. Ich bin ein Abenteurer! Siehst du die Keule da am Baum? Schon die ganze Zeit! Heb sie an, Händler. Nur zu, zeig mir, ob deine Händchen mehr können, als nur Münzen zum Markt zu tragen. Wart's ab! Okay, ich werde sie nicht hochbekommen. Also dann! Hau! Ruck!
Geht voll auf die Stimme, du. Wurde falsch gegriffen! Gleich nochmal! Hau! Rock! Das blöde Ding ist doch in den Baum genagelt! Ha! Genau wie ich dachte! Puddingsarm! Sieh her! Weg da, Heldenwurst! Und jetzt? Unser Wälder ist eben doch nur ein schlimmes Stück Bauchschmerz!